Einen flauschigen guten Tag wünsche ich euch und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Heute bin ich wieder auf dem griefercamps.net Server und ich habe ein neues Projekt geplant, was ich jetzt bebauen werde, wie auch immer. Denn ich stehe hier gerade auf einem leeren Plot und das hinter meinem normalen Haus. Denn ich möchte, weil ich weiß echt sonst nicht, was ich machen soll. Auf griefercamps spiele ich eigentlich nur daher, weil ich immer was zum Bauen hatte. Und jetzt, wo das Haus eigentlich so gut wie fertig ist, wusste ich eben nicht mehr, was ich machen sollte. Und da ist mir die Idee gekommen, dass ich hinter meinem Haus einfach noch, weil die Gegend hier auch so leer ist, einfach mal so ein nettes, großes Dorf so vielleicht entwickelt es sich auch zu einer Stadt. Zum Beispiel hier steht ja schon so ein schickes Haus. Aber ich denke mal, irgendwann, wenn ich soweit bin, ich möchte halt so ein großes Merch haben, wo man halt ein Dorf, eine Stadt draus machen kann und halt da immer was zu bebauen gibt. Und jetzt habe ich auch mal eine Frage an euch, deswegen schreibt da auch gerne mal was in die Kommentare, denn ich bin mir noch nicht ganz sicher, was für Häuser ich bauen werde. Auf jeden Fall werden es Fichtenholz-Häuser sein, denn die Gegend, das Haus ist jetzt hier dazugekommen, das habe ich hier noch hingebaut für meinen Bruder, der steht da gerade. Hier ist ja sein Haus und da haben wir auch noch mal ein Haus hingekommen. Okay, ja. Die Änderung ist mir neu, aber das müssen wir dann nochmal komplett rumziehen, damit das auch gut aussieht. Hier ist halt eben alles aus Fichtenholz gebaut, deswegen möchte ich auch dieses Dorf, diese Stadt aus Fichtenholzhäusern machen. Wenn ihr irgendwelche geilen Häuser kennt, die man aus Holz bauen kann, schreibt mir gerne mal in die Kommentare. Also man kann bei mir an sich keine Links in die Kommentare reinschicken, aus Werbungsgründen. Aber wenn ihr ein gutes Video kennt, es gibt ja viele YouTube-Videos, wie man irgendwelche Häuser baut. Zum Beispiel dieses Haus da vorne, das gibt es an sich so auch nicht in dieser Holzvariante auf YouTube. Sondern ich weiß gar nicht, ob das, ich glaube es war ein Zementhaus. Auf jeden Fall an sich schöne Häuser, wie zum Beispiel das da hinten, was halt eben so eine nicht so moderne, aber auch nicht zu alte Stadt. Also ein bisschen Mittelding. Es kann ein bisschen alt sein, aber auch nicht zu alt. Und wenn ihr da gute Häuser kennt, schreibt mir gerne mal zum Beispiel, ich blende mal hier so einen Text ein, wie ihr diesen Link zum Beispiel reinschicken könnt. Und dann werde ich mir das ansehen. Und wenn es mir gefällt, baue ich das Haus hin und werde euch natürlich verewigen auf diesem Grundstück, bei diesem Haus, von wem der Vorschlag dementsprechend kam. Das halt, da könnt ihr euch sozusagen selber verewigen in diesem Dorf. Und wenn ihr Fichtenholz oder irgendwas glastechnisch so zum Spenden habt, weil ich werde dafür sicher ganz viel Materialien brauchen. Ich habe ja hier schon seit Anfang an, meine ich, diesen Trichter hier vor meinem Haus. Da ist, hier ist gerade ein bisschen Kies reingekommen. Vorhin nämlich unter anderem auch für die Wege zum Bauen. Einfach, wenn man hier bei meinem ersten Plot auf CD-Bild 4, mein Main CD-Bild, also einfach hier vorne und da ist halt der Trichter, da kann man alles reinschmeißen. Müsst ihr halt nur warten, wenn ihr eben viel reingeworfen habt, dass ihr dann ein bisschen wartet, weil der Trichter muss das erst einmal an die Truhe weitergeben und so lange kann man halt dann nichts mehr in den Trichter werfen. Es funktioniert aber auch ohne, dass ich on bin, von daher könnt ihr mir gerne Fichtenholz und Glas hauptsächlich spenden. Den Rest besorge ich mir eigentlich selber. Aber ansonsten wäre es auch mit dem kleinen Video gewesen. Denn ich habe aktuell keine Ahnung, was ich aufnehmen soll. Ich war am Überlegen, ob ich irgendwelche Minigames aufnehmen soll. Aber na gut, auf Lostify ist jetzt gerade nicht so viel los. Und auf Gomme kriege ich immer einen halben Wutanfall, wer bei dem Modi, die es dazu spielen gibt. Weil alle so rein sweaten. Und das Bauen finde ich viel chilliger. Trotzdem, wenn euch das Video gefallen hat und ihr gern in diesem Dorf verewigt werden wollt mit einem richtig geilen Haus, dann schreibt mir gerne mal den Link dazu in die Kommentare und ansonsten abonnieren, Glocke aktivieren, dann verpasst ihr keine weiteren Videos mehr auf diesem Kanal. Ansonsten würde ich sagen, eine Bewertung da lassen, würde mich sehr freuen und dann sehen wir uns nächsten Dienstag um 15 Uhr wieder. Haut rein und ciao, Leute!